YouTube. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Hier ist doch weitergehen. Chakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Dein Herzchakra. Du musst aber das Wurzelchakra kontrollieren. Sprich mit Jackie. Ich muss mich immer noch an den Controller gewöhnen, ist echt schlimm. Aber ich mag das Spiel, das mit Controller zocken. Nur wegen dem Autofahren jetzt. Oh, kann ich mir gönnen? Eine Aura braucht Pflege, Baby. Musst du täglich umsorgen. Wird nur schlecht, wenn du es nicht tust. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Dog warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Gramsci Burgers, die besten Burger. Der Typ hat was vor, sehen wir nichts. Oder was? Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt, aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Hier ist keine Autobahn. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Boah, ich hätte gerne mal Kopfgeld jetzt da. Oh, die, natürlich. Sieht man doch. Da hinten, der. Okay, passt. Da kann ich mir einfach ansneaken und den mache ich jetzt fertig. Den töte ich einfach und dann... Dann passt das schon, oder? Was haben die angestellt? Sehe ich das auch? Ziemlich anfällig. Powersprung hat der... Oh, der hat einen Powersprung. Würde ich gerne mal sehen, ehrlich gesagt. Hi. Silber, hey. Weil er mich bemerkt hat, oder was? Ach, wie viel erlassen? Oh mein Gott, ist es... Okay, war das ein Bulle? Hätte ich das nicht tun dürfen? Auf! Oh Scheiße, ich hab Scheiße gebaut. Hey, jetzt hab ich das... Letzten Checkpoint laden. Hey, war das jetzt falsch von mir? Ich dachte, der Typ hat Kopfgeld. Okay. Mach ich mal Werbung für uns. Ja, pass auf, muss ich nochmal schauen. Der steht doch bestimmt nochmal da. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Aha. Okay, ja, wir sind Pulle. Oh, ja. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt, aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wollte nur gucken, okay, ich wusste... Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Hm. Ja. Ich habe nicht gelesen, dass der Bulle war. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen. Hm.
Der Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Ich kann nicht. Hab ich dir doch schon gesagt. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Nee, ist gut, ist gut. Konzerne verdienen Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Okay. Bringst du mich zu meinem Auto, oder? Muss ich jetzt zu Fuß gehen? Tja. Herrliches Wetter heute. Hm? Ich nehme irgendwas. Wer redet hier? Eins noch, Mr. B. Okay. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Naja,
Ah gut, die bringen mich, glaube ich, zurück. Oder? Ich habe keine Ahnung. Uns. Mach's gut, Brudi. Dexter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber was ist los mit dir? Er schmeißt uns mit Nelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Nelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tusen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich denke, wir sollten erst bei Maelstrom anklopfen. Und zwar ziemlich laut. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Luego. Gut. Jetzt muss ich wieder mit Jack treffen. Aber ich will jetzt mal... Er hat doch sicher Dreck am Stecken hier. Das ist doch gar nicht sein, oder? Schaut den Typen an. Der stinkt ja nur noch schon richtig. Also wenn der nicht irgendwie Scheiße gebaut hat, dann weiß ich auch nicht. Mit ihm hier. Nix hier. Ich würde gerne einen Typen finden, der Kopfgeld hat. Wir verstecken ihn. Die Lage wird sich beruhigen. Ja, der hat doch was. Der ist doch. Er ist doch voll ein Kopfgeld-Ding. Ah, na, mein Geschute sage, sieht hier gar nichts gut. Ja, bestätigen, komm mal, ja. Wo ist mein Auto jetzt? Da hinten steht's. Ich hab keine Ahnung, Alter. Wir hören einfach irgendwas. Ey, was ist denn jetzt mit meiner Mission? Karte, Charakter, Journal. Guck mal, Karte, was haben wir hier? Triff dich mit Jackie. Was haben wir hier? Verbrechungsmeldung. Gefahr hoch. Hier ransummen, ja. Gut, bin auf dem Weg zu Jackie. Wird geil, aber okay. Ja, komm, wir fahren zu Jackie einfach. Alles cool. Oh, der hat eine Maschine auf Leiband. So, jetzt habe ich nicht gewusst, wie ich aussteige.
Alles cool. Gehen wir wieder aus. Vaya por fin. Lass hören, was du rausgeholt hast. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Ja, wieso ruckelt's denn gerade so über OBS? Das ist ein bisschen nervend. Ich glaube, das geht schon die ganze Zeit so. Dauert das lange? Nein, warte. Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Ja, bin ich bereit, aber warte kurz. Irgendwas haut da gerade nicht hin. Lass mich da kurz was einstellen, es tut mir wohl leid, aber hey. Wir machen. Wir machen mal das auf Mittel. Keine Ahnung. OBS zieht einfach nicht. Das Spiel passt, aber OBS kriegt es nicht hin. Mach mal Raytracing einfach aus. Was soll ich machen? Zack. So. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut. Klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich will dann unbedingt mit einer Maschine fahren. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentino. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet... Weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anziehen. Fuck, Achtung, pass auf! Kannst du dir nie sicher sein. Okay, juckt ihm nicht. Wie kriege ich meine Hände weg? Keine Ahnung. Na los, kündige unseren Besuch. Wartest du? Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. Raus mit der Sprache. Was oder weißt wartest du? Warte kurz. Nicht am Telefon. Lass uns treffen. Ein Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Wie? Oder wartest du? Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Okay, pass auf. Gegensprechanlage, wo ist die? Hier. Erda. Ich mach doch. Kenn euch nicht. Hätte gar nicht anrufen müssen. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Ich weiß nicht, wie ich meine Arme wieder runterkriege. Wenn es der mal oben ist, ist es vorbei. Wie gemütlich. Nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Oh, das ist was Grünes. Muchas minas, Chico. Muchas mate, gratis. Glauben diese Psychos, wir sind hier im Krieg? Ich habe echt ein ungutes Gefühl bei der Sache, Jack. Ja, diese Typen sind halt mehr als nur ein paar ungezogene Gören. Ah, es geht nicht. Noch mehr Minen. Ernsthaft? Okay, Doppelklick ist anscheinend.
Aber wir werden so aufs Mal kriegen, ich sag's dir. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Das haben die geschafft. Was war das? Denkt dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Alter, das schaut ja heftig aus. Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum Dum. Auf Sofa, setzen. Schau mich mal an. Ich muss mal kurz gucken. Der Typ hier. Alter, der hat nicht mal meine echte Nase. Schaut ja heftig aus. Ah, ne, ich wollte nur gucken kurz. Geben Sie mir eine Sekunde, bitte. Mach schon, was du sagst, mein Freund. Geht auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Das verfickte Sofa mit deinem Fettarsch. Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugeln... Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Ich weiß nicht. Arsch, ich lass dich hier kommen, Alter. Auf Drogen. Ist geil, Alter. Besser? Jetzt können wir reden. Was musst du ja machen, oder? Die müssen mir ein bisschen vertrauen, ne? Der Flathead. Modell MT-0D12. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt? Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brick Fick hier nirgendwo. Du etwa? Komm schon. Du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und vorher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte. Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Also gut, du willst den Flathead, dann rück die Eddies raus. Ich hab die Kohle nicht. Du hast die Eddies für das Ding schon bekommen. Also solltest du uns einen fetten Rabatt annehmen. Rabatt? Fickt euch. Weißt du... Du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Das ist ja nicht tot. Ganz im Gegenteil. Und er lässt schön grüßen. Was ist? Ich drück ab, es geht nicht. Jetzt an. Hab ich
Habe ich jetzt keine andere Knarre mit? Na toll. Das gibt's doch nicht. Meine Knarre ist einfach scheiße, Alter. Und ich schieße auch nicht gerade besonders gut. Ah, okay, geil. Oh, wir lassen hier niemanden am Leben. What the fuck, wie heftig. Na ja, gut, so heftig nun auch wieder nicht. Ich muss noch gucken, aber da liegt hier nichts mehr. Aber hier. Oh Gott, wieso nimmt er das nicht? Warum nimmt er denn das jetzt nicht? So. Na, weiß nicht, machst du die Tür nicht ab oder so? Was? Bulefeo, das Fleisch? Ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg? Ich weiß nicht mal, wo der Weg ist hier. Ey, wo ist denn der Typ? Wo, der da hoch, ne? Ey, was ist denn jetzt los? Achso, drücken. Scheiße. Das wird hier im Blick. Vorsichtig. Ah, komm, Alter, ich mach das nicht leise und so ein Shit, Alter. Ich zieh da durch. Muss meine verdammte Knarre. Hol die Knarre raus. Geht gar nicht. Ich will meine Knarre haben. Was geht denn hier ab? Hier. Oh, was ist denn das hier? Wieso kann ich meine Knarre nicht nehmen? Das nervt mich jetzt aber ein bisschen schon. Ach, Haselnüsse. Ich höre dich schon die ganze Zeit. Oh. Hau drauf! Wo ist meine Knarre, verdammte Scheiße nochmal? Ey, echt jetzt? Wo ist meine Knarre hin? Fuck, Alter, ich versau's gerade dermaßen.
Das kann's doch nicht sein. Wo ist meine Knarre? Muss ich die Typen hier K.O. an, oder was? Verstehe das nicht. Habe ich meine Knarre weg? Gerade unabsichtlich. Kein Plan, wo meine Knarre ist, oder? Ich brauche keine. Ich bin einfach so gut. Keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Wo schießt du hin, ey? Das ist ja nervend, Alter. Wo ist meine verkackte Knarre, Alter, wenn ich die brauche? Die können dich sehen. Es, jeder kann uns sehen, aber juckt mich nicht. Jetzt hänge ich hier fest, auch noch. Super. Ich mach den Lutscher alle. Fuck, Alter. Auf, verdammt! Und wer auf damit? Alter, wie viele Leute sind hier noch? Was? Ja gut, ich verbessere dadurch meine Boxerfertigkeiten, aber das kann es doch nicht sein. Alter. Wieso habe ich meine Knarre nicht nehmen können?
Okay, 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 okay. Geh weg, Brudi! Der Typ ist so heftig für mich. Oh ja, ich brauche meine verkackte Knarre, Alter. Oh ne, nicht gut. Ich bring mich aber selber um jetzt, ein bisschen los hier. Kann so nicht sein, oder? Ich bin hier nur am Boxen, Alter. Oh fuck, was ist denn jetzt los? Ich will ja gar nicht entkommen, Alter. Ich will nur meine verkackte Knarre haben. Alter, wieder so viele. Ist aber auf Sneaky-Modus oder was? Alter, ich will endlich meine Knarre haben. Neues Atem erhalten. Ja gut, ich krieg Schuhe und so, aber wo ist meine Knarre? Ich möchte herumballern ein bisschen. Niemand sieht mich. Ich mache einen auf Catwoman. Wo geht er da hinten? So, lass mal hier sneaky dran vorbei. Den Typen hier ausschalten. So, pass auf, den haben wir gleich. Sieht mir uns von hinten ran. Geilo. Gib mal her. So, pass auf, lass gucken. Die gucken uns jetzt direkt an. Das ist ein bisschen kacke. Ey, ich sammel Sachen ein, aber meine Knarre. Ja, wo denn? Also, er sieht mich. Warte, lass ihn gehen, lass ihn gehen. Oh. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Keiner sieht uns. Wir sind zu gut getarnt. So, pass auf. Jetzt kommt die noch daher. Ah, warte, die rennt nicht außen rum, oder? Oh, doch. Wie rennen die jetzt da? Wie gehen die? Oder er? Wurscht. Weiß ich auch nicht. Ja, kann ich verstehen. Ich sehe mich nach einer Knarre. Wo geht's denn hier raus? Warte mal, da hinten habe ich noch nicht geguckt. Da war doch was zu holen. Komm schon, wir. Lass uns verschwinden. Ja gut, lass uns gehen. Aber warte mal, hier noch. Ich habe einen Ganzkörperanzug freigeschalten. Ich weiß nicht, warum ich meine Knarre nicht nehmen konnte. Echt merkwürdig, das Teil.
Betteln, keine Schulden, keine Konzernschalauen. Und der Flathead gehört uns. So macht man Geschäfte wie. Da ist was dran. Hey, weil ich wie immer recht hab. Hey. Nett, dass du's merkst. Ah, ich liebe diese Stadt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und des brüderlichen Hasses. Aber wenn du Cojones hast und damit umzugehen weißt, kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen. Es sei denn, du fängst dir eine Kugel ein. Selbst dann trittst du mit einem Knall ab und die Straße redet. Die Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt gehe ich zu Misty, damit ich mich wieder so richtig lebendig fühle. Das hätte böse ausgehen können heute. Keine Frage. Tja, Berufsrisiko halt, Jack. Gerade noch rechtzeitig unterm Sensenmann weggeduckt. Das muss gefeiert werden. Auch wenn wir das echt oft feiern. Und sag Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben. Ahí luego. Genau. Sag mal, du hinfährst. Gut, jetzt müssen wir Dex anrufen. Ah, das wollte ich nicht. Ach, der mit, Alter. Was mein Auto? Ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Au! Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Na, Google, ich hab's ohne Militech durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Und wie hast du Royce dazu gebracht, ihn dir zu geben? Mit roher Gewalt. Der einzige Weg, der immer funktioniert. Du hast echt Eier, Mr. B. Was ist mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch. Mhm. Ohne das Treffen hast du keine Chance, an den Chip ranzukommen. Parker wartet auf dich im Lizzie's. So, das ist ein Verkaufsautomat. Gut, benötigt irgendwas. Aber was können wir hier kaufen? Wir könnten hier Verbesserungen kaufen. Oh, was ist denn das hier? Was ist wie 106? Ich habe 4000? Das geht doch. Zurückkaufen? Ey, das ist mein Inventar. Hier kann ich verkaufen. Ah. Oh, warte mal, hier. Na, keine Ahnung. Warte. Das ist mein Inventar. Ah, okay, cool, verstehe schon. Dann habe ich Uffi. Oh, bist du der, was ich. Da ruft ja dauernd Luke. Schnellreise, okay, ich brauche gerade die Schnellreise. Ja gut, YouTube. Halt's mal. Dann bist du das gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte gar nicht einmal so unterhalten. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht das gut, haut rein und immer brav sein. Tschüssi.